Ich bin heute Morgen aufgewacht und das Erste, was ich nach dem Aufwachen gemacht habe, und normalerweise mache ich das nie, ich habe meine Instagram-DMs durchgecheckt. Und ich habe eine Nachricht von irgendeinem Homie gesehen und er hat Folgendes geschrieben. Ey Bro, habe letztens sowas auf YouTube vorgeschlagen bekommen. Fishnet See True Try On Haul. Und die sind einfach komplett nackt und es ist nicht mal ab 18. Schau dir das for real mal an. Und ich dachte mir so, ja okay, so schlimm kann es ja nicht sein. Ich meine, wir sind hier auf YouTube. YouTube ist eine Plattform, wenn man in den ersten 30 Sekunden in deinem Video irgendwie das SCH-Wort sagt oder das F-Wort oder sonst noch irgendwelche Wörter, ein bisschen, keine Ahnung, so Haut zeigt oder so, dann ist das Video gelb, ne? Egal, was du machst, das Video ist gelb, wenn du ein bisschen so Ausschnitt in den Titel packst, ins Thumbnail, dann ist das Video gelb, ne? Und diese ganzen Sachen, deswegen dachte ich mir, okay, was wird mich da erwarten? Bestimmt nur so ein bisschen so Ausschnitt halt. Ich bin auf dieses Video draufgegangen, ne? Und im Titel steht Transparent Fishnet Dress Try-On Haul with Mirror View. An die Leute, die kein Englisch können, also transparentes Fischernetzkleid, transparent, also man sieht alles. Und das Ganze ist ein Haul, wo sie das anzieht with Mirror View. Also, dass man gleichzeitig hier sieht und gleichzeitig auch hinten sieht. Versteht ihr? Und ich gucke mir dieses Video an und das Erste, was kommt, ist... This transparent clothing try-on haul is educational. Ein Disclaimer. Und der Disclaimer sagt, Gott sei Dank gibt es Übersetzungen, Digga. Der Zweck dieses Lehrvideos, ja, Lehrvideo, ist es, das Design und die Funktionalität von Kleidung professionell zu präsentieren. Es ist nicht dazu gedacht, sexuell erfreulich zu sein. Bitte beachten Sie, dass einige Kleidungsstücke, die in diesem Video vorgestellt werden, durchsichtig sein können. Können, ja, die sind nicht durchsichtig, die können. Spoiler, alle Videos auf Ihrem Kanal sind mit Kleidung. Die durchsichtig sind, aber die können ja nur. Daher wird die Diskretion des Zuschauers empfohlen. Keine Ahnung, was damit gemeint ist. Naja, aber auf jeden Fall sagt dieser Disclaimer, dass es sich ja um ein Lehrvideo handelt. Ja, Bildung. Dieses Video dient zur Aufklärung. Guck ich weiter, sehe ich on two transparent fishnet dresses in the color blue. Bildungsvideo, oder? Ne, also wirklich, man sieht alles. Man sieht wirklich alles. Man sieht hier alles, man sieht da unten alles. Es ist ein Bildungsvideo. Ich weiß wirklich nicht, wer sowas als Bildung einstuft, beziehungsweise als Aufklärungsvideo. Wo soll denn das bitte ein Aufklärungsvideo sein? Was will ich denn hier aufklären? Wow, Klamotte präsentieren. Aufklärungsvideo. Und warum das alles wirklich kompletter Bullshit ist, ja, mit diesem Aufklärungsvideo, sieht man einfach, wenn man in die Beschreibung geht. Man geht in die Beschreibung, ne, man sieht, today we are trying, wie auch immer, bla bla. Blabla. More of me here. Man drückt drauf und es ist ein OnlyFans-Link. Ihr könnt mir wirklich nicht erzählen, dass dieses Video hier als Bildung oder Aufklärung eingestuft wird. Also versteht mich wirklich nicht falsch. Es gibt auf YouTube einige Videos, ne, die auch wirklich für Aufklärung sorgen. Also da wird dann so tatsächlich auch erklärt, wie man ein Kondom richtig aufzieht und so. Man sieht da auch wirklich alles. Und diese Videos sind dann natürlich auch erst ab 18 freigestellt. Aber ich finde sowas, finde ich gut, ne. Es ist Aufklärung, die wird gezeigt, wie man das richtig macht, dass man bei der Verhütung keine Fehler macht und so weiter und so fort, aber das hat wirklich rein gar nichts mit Aufklärung zu tun. Ja, ne, wenn ich dieses Video sehe, ich habe direkt Bock, mir dieses Kleid zu kaufen. Ich finde es auch richtig gut, wie dir das beschreibt, wie das so auf der Haut liegt, was es so für eine Qualität hat und so. Das ist alles nebensächlich. 90%, 98% von diesen Leuten, die sich dieses Video angucken, dieses geliked haben, ne, die in den Kommentaren schreiben, very interesting video, sind einfach irgendwelche Männer, die ihr dann später auf OnlyFans reinsabben. Und wenn man sich auch diesen Kanal anguckt, ne, die Thumbnails, allein schon in den Thumbnails sieht man alles. Ich weiß nicht, ob diese Videos gelb sind, ne, aber es ist ja eigentlich auch kackegal, ob diese Videos gelb sind, denn sie promotet ihren OnlyFans-Kanal und die verdient damit viel mehr Geld als mit grünen YouTube-Videos. Aber auch zum Beispiel dieses Video hier, Transparent Try On with Mirror View, wie auch immer, es ist ein Regenanzug. Ein transparenter Regenanzug. Today we're fitting this transparent raincoat from Amazon. Ich verstehe ja transparenten Regenanzug, ne? Und dann ziehst du, keine Ahnung, vielleicht ein T-Shirt drunter oder sowas, aber sie ist nackt. Wo? Erklär mir mal bitte, wo ich nackt draußen rumlaufe, wenn es regnet. Aber hey, das Video ist für Bildung und Aufklärung. Und ihr dachtet vielleicht, okay, diese Videos sind schlimm, aber es gibt noch viel, viel, viel schlimmere Videos. Zum Beispiel von ihr hier. Molly Dolly hat ein Video gemacht und jetzt haltet euch fest, ne? Vagina Waxing Tutorial Brazilian Waxing. Und man geht auf dieses Video drauf. Dieses Video hat 6,2 Millionen Aufrufe. Today I'm gonna show you how I achieve a close shave using a men's beard trimmer and a regular old dollar store razor. Ich sag euch ehrlich, hier verstehe ich den Bildungsauftrag bzw. diese Aufklärung eher als bei einem Try-on-Haul, wo man komplett nackt unter einem
durchsichtigen Regenmantel sitzt. Aber trotzdem ändert das nichts an der Tatsache, dass wenn man in die Beschreibung geht, ja, dass auch trotzdem wieder ihr Linktree mit ihrem OnlyFans verlinkt ist. Und darum geht's. Es geht nicht darum, um zu zeigen, so, yo, hier, ich rasiere mich so und ich rasiere mich da und ich rasiere mich hier. Ich persönlich rasiere mich nur damit. Zwar mit Manscaped. Im Briefing steht einfach, zeige die Anwendung der Produkte deutlich. Soll ich jetzt auch solche Videos machen wie die da? Dass man alles sieht und so? Mit Disclaimer? Hör mal auf. Manscaped bietet das Performance Package 5.0 Ultra für echte Männer an. Im Performance Package 5.0 Ultra ist enthalten Lawnmower 5.0 Ultra, Rasenmäher für die Gebiete, ihr versteht schon, den Weed Whacker 2.0 für andere Gebiete, guckt mich nicht so an, für hier oben ein bisschen, Aftershave und Deodorant, Boxershorts und natürlich noch eine geile Tasche, wo du das ganze Zeug easy mitnehmen kannst. Beim Rasenmäher 5.0 gibt es auch verschiedene Aufsätze, ja, damit du nicht nur unten rasieren kannst, sondern auch trimmen kannst. Du kannst ja einfach so verschiedene Frisuren reinschneiden und sowas. Ich persönlich benutze immer den Aufsatz zum Rasieren. Bei mir muss so hier aussehen. Und diese Klinge ist auch keine normale Klinge, sondern diese Klinge ist mit der Skin Safe Technology ausgestattet. Ich sag euch Real Talk, mit dieser Klinge habe ich mich noch kein einziges Mal geschnitten. Die Trimmerklinge und den Rasieraufsatz sind ganz einfach auszuwechseln. Vielleicht hätte ich das nicht hier machen sollen, Digga, weil die ganzen Haare jetzt hier sind. Integriert im Rasenmäher gibt es noch eine Lampe. Hier dann noch mit verschiedenen Farbtemperaturen anpassen können. Oder ihr könnt auch einfach im Dunkeln, falls es mal schnell gehen muss. Sowohl der Lawnmower als auch der Weed Whacker sind IPX7 geprüft. Das heißt, ihr könnt die Dinger sogar auch unter Wasser benutzen. Ja, okay, ihr werdet die Dinger wahrscheinlich nicht unter Wasser nutzen, aber ihr könnt die Dinger damit ganz einfach reinigen. Einfach unters Wasser halten und fertig. Ja, und jetzt kommt das Beste. Gemeinsam mit Manscaped habe ich einfach einen 20% Rabattcode, den ihr hier sehen könnt. Seht ihr? Den ihr verwenden könnt, um natürlich 20% auf deine Bestellung zu sparen, beziehungsweise 20% auf deine nächste Rasur zu sparen. Also checkt auf jeden Fall Manscaped ab, Link ist in der Beschreibung und dann ist bei euch glatt. And what I really like about this is it's not a true razor, so it doesn't shave as close as a real razor does. Aber einfach, wie gesagt, die Tatsache, dass sie da ihren OnlyFans-Kanal unten verlinkt hat, ja, sagt einfach alles schon aus. Sagt wirklich alles schon aus und das nichts mit Bildung zu tun hat. Vor allem dann, wenn sie auch so ein Video hier hochlädt. Educational Video about Food Skincare. Aufklärendes Video über Food, Füße, Skincare. Die schmiert sich da 4 Minuten ihre Füße ein mit irgendeiner Creme, keine Ahnung, und oben rechts fett ihr OnlyFans-Channel. Nee, es ist auf jeden Fall ein educational Video about Food Skincare. Auf jeden Fall. Und wäre das alles nicht genug, gibt es Menschen, die haben komplett übertrieben. Wirklich, die haben diese Lücke im System gefunden, wie die ihren OnlyFans-Kanal perfekt promoten können. Das ist genau dasselbe wie mit Twitch. Try on all clothes very transparent and see true. I just want to take a moment to express my gratitude to each and every one of you for tuning in. Es ist ein Try-on-Haul, ne? Und sie zieht tatsächlich nicht mal so krasse Kleider an, ne? Wie die im vorherigen Video. Aber was sie macht, ist, sie sitzt einfach in dieser Umkleidekabine und zieht sich vor der Kamera einfach aus. Es ist educational Video, Bruder. Es ist, weißt du, sie zeigt zwar schon auch die Klamotte an sich, ne? Aber dadurch, dass man an der Klamotte nicht so viel durchsehen kann, schneidet sie einfach das rein, wie sie sich umzieht. Und im Hintergrund einfach so ein dummes Gelaber, ja, euer Support means a lot to me und vielen Dank, dass ihr dieses Video geliked habt. Liked jetzt auch bitte dieses Video. Kommentiert bitte für den Algorithmus, danke. Und man geht in die Beschreibung und dieses Video, was 1 Million Aufrufe hat, wo man alles gesehen hat, ja, ist der erste Link. Join the fun, Social Links. Und man geht drauf und man sieht direkt. Und die übertreibt komplett. Die übertreibt wirklich komplett. Nächstes Video, Dry vs. Wet Clothes. Auch wieder dieser Disclaimer. Hier wird halt gesagt, es ist ein aufklärendes Video, ne, wie sich Klamotten verhalten, wenn sie trocken sind und wenn sie nass sind. Es ist ein aufklärendes Video. Warum zensiere ich hier eigentlich alles, ne, wenn ich auch das einfach als aufklärendes Video deklarieren kann? Your support means the world to me. And I couldn't do this without you. Whether you're a new viewer or a long time subscriber, thank you for being here. Man sieht alles, die dreht sich um, man sieht ihren kompletten Arsch, ne? Man sieht alles durch und die redet halt noch so, wirklich, die macht's schlau, die redet noch so darüber, so ja, wenn die Klamotten nass sind, dann kleben die an der Haut und dann sind die stretchier und dann kann man die besser so und hier und da und dann dreht sie sich um und sagt, ja, hier, guck mal den Rücken an und so weiter und so fort. Den Rücken, was man aber sieht, ist
Bruder, das ist echt hart, Digga. Das ist echt hart. Und das ist wirklich einfach, dass diese Möglichkeit existiert, ne, sein OnlyFans-Channel auf YouTube so krass zu promoten. Und dass es diese Lücke gibt, macht YouTube einfach so, boah, ich weiß nicht, Mann. Ich habe wirklich immer gedacht, okay, was geht bei Twitch eigentlich ab? Warum gehe ich auf Twitch und sehe direkt auf der Startseite irgendwelche Frauen, was weiß ich, da alles zeigen und ich wirklich gucken muss im Tab, bin ich da so? Bin ich nicht aus Versehen auf Hub? Versteht ihr, was ich meine? Da bin ich eh nie. Und ich dachte wirklich auf YouTube, du gehst auf die Startseite und dir wird dann so ein Video von Kaiser empfohlen oder von Alpha Camden oder von, keine Ahnung, von irgendjemand. Nein, mir werden jetzt nur noch solche Videos vorgeschlagen. Und ich verstehe auch nicht, warum YouTube die nicht ab 18 eingrenzt oder sowas. Jetzt habe ich mir so ein Video angeguckt, ne, und YouTube denkt, ich möchte mich in diesem Gebiet weiterbilden. Jetzt gehe ich auf die Startseite, ich sehe nur Try-on-Haul, irgendwelche transparent Klamotten, Wet vs. Dry. Ey, Bruder, Alter, und auch die Thumbnails, ne, von der, diese Thumbnails, die sie da raushaut, diese Vicky Mai. Ah, das ist wirklich ein Bruch. Wirklich, das ist wirklich ein Bruch. Wenn ich so ein Thumbnail machen würde, dann wäre nicht nur mein Video gelb, sondern die würden mein Thumbnail striken. Und das hatte ich schon mal. Ich habe auf irgendein Video von Wissenswert mal auf dem Zweitkanal reagiert und dann haben die einfach mein Thumbnail gestrikt und ich habe einen Strike bekommen. Ah, das ist for educational purpose only, ne? Ja, alles cool. Wirklich und auch nichts gegen diese Frauen, die das machen, ne? Die sind schlau. Die sind wirklich schlau. Die nutzen einfach eine Lücke im System aus, um damit Geld zu verdienen. Und es funktioniert ja offensichtlich, aber ich frage mich einfach, warum YouTube dagegen nichts macht. Wie gesagt, ne, ich verstehe alle Videos zur Aufklärung. Es gibt auch so Kanäle, die über Geschlechtsverkehr aufklären und über andere Sachen aufklären. Und es ist ja gut, dass es solche Kanäle gibt. Aber verstehe mich nicht falsch, das hat nichts mit Aufklärung zu tun. Also warum soll ich wissen, wie ein Kleidungsstück nass und wie es trocken an meiner Haut klebt? Es macht keinen Sinn. Wirklich, es ist einfach Trash-Content mit 6 Millionen Aufrufen auf dem Video. Also ich weiß nicht, ob euch schon mal sowas vorgeschlagen wurde auf YouTube. Schreibt es gerne in die Kommentare, wird mich brennend interessieren. Mir wird nur noch so ein Zeug vorgeschlagen. Und ansonsten checkt auf jeden Fall Manscaped ab, Link ist in der Beschreibung und ciao.